Hallo, ich bin Esma und habe dieses Fahrzeug mit meinem Freund Levis gebaut. Das soll ein Amphibienfahrzeug sein. Und ich würde euch heute mal zeigen, was das Fahrzeug alles kann. Ich fange gleich mal hier bei den Armen an. Da haben wir hier solche Gelenke benutzt und hier kann man die Greifer auch aufmachen und dass er auch was greifen kann. Und ja, dann kann ich hier oben bei den ersten Fahrzeugen mal weitermachen. Hier habe ich einen Hubschrauber gebaut. Der hat hier einen Scheinwerfer. Und hier unten kann er dann noch so einen Enterhaken runterlassen und irgendwas hochziehen oder so. Und ja, dann kann man den hier wieder reinmachen. Und ja. Und das soll ein Düsenjet sein. Den haben wir aber ein bisschen speziell gebaut. Man kann nämlich hier bei uns die Fahrerkabine abnehmen. Dafür haben wir hier solche Stifte benutzt, dass wir das einfach so abziehen können. Dann können wir das, hier sind auch solche Sachen, dass man diese Stifte hier einlassen kann. Und dann machen wir das runter, dass das nicht irgendwie wegknickt. Hier sind nochmal so Kameras, die alles filmen und damit die alles sehen können. Das kann man aufmachen. 5 Mann sitzen hier drin. Und ja, dann mache ich die mal ab. Ja, also so sieht der aus. Hat hier hinten 2 Heckdüsen und hier auch nochmal 2. Und hier unten kann man auch noch abwerfen. Auf beiden Seiten hier und da. Dann macht man das einfach hier wieder so rein. Und ja, ich habe alles so gebaut, dass man die Dächer auch abnehmen kann. Hier auch. Hier kann man reingucken. Und hier auch. Einfach abziehen und so sieht es von innen aus. Wenn man mal hier guckt, sieht man hier die Tür. Ich nehme das mal kurz nochmal ab. Dann kann man von, hier ist alles offen und dann kann man hier einfach von der Fahrerkabine hier reinspazieren. Und ja. Dann kann ich das ja, die Stifte machen, muss ich dann halt hier manchmal auch abnehmen und wieder an der Fahrerkabine anbringen. Dann mache ich das jetzt einfach mal wieder hier ran. Und das hier runter, weil sonst knickt es nach unten und irgendwann geht es sonst kaputt. Ja, dann mache ich den hier einfach mal wieder rauf. Und ja. Ich habe auch alles so gebaut, dass man das befestigen kann. Weil der könnte sonst zur Seite wegkippen und dann geht er kaputt. Ist mir schon passiert. Und bei dem Hubschrauber habe ich es genauso gemacht, dass man hier oben solche Teile hat, dass man den hier raufsetzen kann. Ja, und ja, dann kann ich hier hinten mal weitermachen bei der Lenkung. Hier kann man den so lenken, klappt auch alles. Er kann sehr scharfe Kurven machen und ja, hier sind noch solche Stützräder, weil die großen Räder halten das alles nicht so gut. Deswegen haben wir hier hinten 4 Stützräder und vorne auch nochmal welche. Vorne haben wir das auch so gebaut, dass das sehr geländegängig ist. Das kann man, der kann auch so das anwinkeln, dass er halt so Berge höher fahren kann und da so einen besseren Ansatz dann hat. Ja, und dann
kann ich hier hinten auch mal die Klappe aufmachen. Hier sind noch Lampen und ja, hier ist dann die Besatzung, die hier rausspringen kann. Und ja, dann kann ich mal die Fahrzeuge noch mal kurz runternehmen. Damit ich das nämlich das Dach abnehmen kann. Nee, kann man es nämlich einfach abnehmen, damit man hier auch reingucken kann. Hier haben wir halt, wie gesagt, ja schon die Besatzung. Achso, und hier im Dach haben wir auch noch so eine Klappe, dass man ins Fahrzeug reinkommt. Und hier ist dann eine zweite, die in das Unterdeck führt. Das ist hier dann. Werde ich euch auch noch gleich zeigen. Dann ist hier noch eine Tür. Hier sind überall Türen, dass man in die nächsten Räume immer kommt. Hier ist halt die Besatzung drin. Hier ist so der Werkzeugraum. Hier sind überall Werkzeuge. Und ja, dann kann ich das hier auch noch aufklappen. So, hier sind auch noch ein paar Werkzeuge drin, die sie dann rausnehmen können. Und ja, dann klappe ich es mal wieder zu. Und hier sind dann hier sind noch Fahrzeuge, also zwei Motorräder, eins fürs Gelände und eins für die Straßen. Das habe ich mir so gedacht, dass wenn die Kabine hier vorne ab ist und an dem Jet dran ist, dann kann man hier die Tür nämlich öffnen und kann mit den Fahrzeugen raus. Und dann ist da noch ein Flammenwerfer. So ein Anzug, den man sich halt dann anziehen kann, halt einfach. Und ja, also mich sehen auch hier diese zwei anderen Kabinen. Von vorne sieht man es gut, weil hier sind auch noch Scheiben drin und Lenkräder. Sind, weil wenn die Kabine ab ist, dann, weil da ist ja auch das ganze Lenkzeug drin und das, hier wird es dann, das Fahrzeug dann gelenkt, wenn die Kabine ab ist, damit es halt trotzdem noch weiterfahren kann. Ja. Und dann kann man die zweite Etage auch noch abnehmen, damit man in die untere Etage kommt. So, dann haben wir hier die untere Etage. Also, hier kommt man die Treppe runter. Also, die Klappe habe ich ja euch vorhin schon gezeigt. Und hier kommt man die Treppe dann runter. Und ja, dann habe ich hier Anzüge und Helme und sowas alles hingemacht. Und hier sind so Verkleidungen und hier zwei Tauchanzüge. Hier sind dann Masken, zwei Stück. Und hier so ein Helm und hier ein Helm mit Rüstung auch noch. Ja. Und hier ist das Gefängnis. Hier ist ein Gefängniswärter. Und hier sind halt dann die Gefangenen drin. Und ja, das habe ich auch so, das haben wir so gebaut, dass man das Ganze auch runterlassen kann. Hier unten kann man zwei solche Klappen runterlassen. Die halten das Ganze und dann wird es runtergelassen, das Gefängnis. Dann kann man die Gefangenen hier unten gleich nach hier oben reinführen. Ja, und dann haben wir hier nochmal so kleine Fahrzeuge. Das sind, also hier kommt hier ist die Klappe, die geht runter. Dann haben wir einmal diese Fahrzeuge hier. Die kann man auseinander machen, dass es zwei dünne Fahrzeuge sind. Und ja, die können hier ihre, da habe ich solche Mäuler eingebaut, die sie öffnen können. Hier oben können sie auch noch was abschießen. So, ja, und dann können sie noch diese Flammen so nach vorne machen, um sich halt ein bisschen zur Wehr zu setzen oder halt auch als Werkzeug zu benutzen.
Und ja, also die habe ich mir so gedacht, dass man die fernsteuern kann oder halt sich draufsetzen kann. Dafür sind hier dann auch noch solche Lenkstangen. Ja, und wenn sie reinkommen, macht man sie einfach wieder zusammen. Und die haben hier, das sind sozusagen Motorräder mit Ketten. Das mit den Ketten habe ich mir so gedacht, dass die halt an den Wänden auch fahren können und ja, dass die halt für so steile Berge und so gut sind. Dann habe ich hier noch zwei Erkundungsfahrzeuge. Die nehme ich auch mal raus. Dann nehme ich mir mal das erste. Das sind zwei kleine Jeeps. Und ja, die sind eigentlich genau gleich aufgebaut. Sehen auch genau gleich aus, bis auf die, bis auf ihre Fähigkeiten halt. Also der hier kann halt das hier so ausklappen und dann hat er auch so eine, sowas zum Abschießen. Und dieser Quad hier hat halt eine Kamera, dass er halt, weil das sollen so Erkundungsquads sein, die halt alle die Wege so erkunden so. Und dafür hat er halt eine Kamera, dass die auch in der Kabine alles sehen können. Und ja, das sind auch solche Jeeps, die man fernsteuern kann und auch lenken kann mit den Lenkrädern hier. Und ja, dann kann ich das auch wieder hochklappen. Und stell die mal wieder hier rein. Und ich baue das ganze Fahrzeug gleich nochmal zusammen und dann zeige ich euch auch mal, dass man alles auch so bedienen kann, ohne dass man es aufmachen muss. Weil beim Spielen mache ich das ja auch nicht immer alles auf, um die Sachen rauszunehmen. Dann als zweites. Die sind ist alles flach und dann sind hier bei einmal so ein paar solche Sachen, dass man und da muss es halt genau rauf, dass es zusammengeht und ja. Plus kommt dann noch das da. Und hier hinten muss ich dann auch noch die Klappe zumachen. Habe ich hier auch noch solche Dinger, dass die Klappe nicht immer ständig runterfällt. Da klebt sich das so ein. Und dann kann man das auch runterlassen und so. Und ja, dann mache ich das. Die Fahrzeuge kann ich dann nochmal drauf machen. Die will ich euch nochmal von innen zeigen. Da habe ich es auch gebaut. Also das kann man einmal hier aufmachen und dann kann man auch noch das Ganze hier abnehmen. So sieht es dann aus. Hier sind dann drei so an den Geräten und ja, und dann sind hier noch zwei Ersatzleute, wenn jemand müde wird oder dass die halt übernehmen können. Und ja, und hier am Steuer hab ich so einen Roboter, weil es halt auch wichtig ist, dass der halt nie einschlafen darf oder so. Und ja, der ist halt der Fahrer, der wird auch nicht ausgewechselt. Und ja, dann mache ich das mal wieder drauf. So sieht das Ganze jetzt nochmal aus und ja, jetzt teile ich euch das nochmal. So, hier kann ich das jetzt runterlassen einfach
Da kann ich dann die Fahrzeuge einfach rausziehen, mache ich mal. Muss man vorsichtig machen, dass man nichts kaputt macht. Einmal die. Und die mit der Kamera. Und dann noch den mit der Kanone. Dann mache ich das einfach wieder zu. Und dann würde ich jetzt mal übergehen zu dem Gefängnis. Das kann man nämlich hier auch runterlassen. Hier ist der Gefängniswärter und dann kann man da halt gut spielen. Und dann mache ich die Clips einfach wieder hoch. Okay, jetzt habe ich euch eigentlich alles gezeigt und dann würde ich jetzt mit dem Fahrzeug nochmal kurz runtergehen gleich und euch zeigen, wie das dann irgendwo rüberfahren kann. Wir probieren es dann an einer Türschwelle mal aus. Beim Fahren mache ich jetzt die Arme mal hier hoch, damit die nicht stören. So, und hier probieren wir es jetzt mal an der Türschwelle aus. Okay, jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal die Düsen, die wir hier angebaut haben. Die sind fürs Schwimmen gedacht, auch fürs Unterwasserschwimmen. Wir haben hier so das mit einem Aufzugsmotor versehen. Müssen wir dann irgendwie nochmal mit einem Gummi irgendwie versuchen, dass es langsamer sich dreht und länger. Und hier haben wir dann noch so ein Ruder, das man auch verstellen kann, so. Das ist auch entweder nach oben, wenn es unter Wasser ist, nach oben oder nach unten schwimmen kann. Das ist auf beiden Seiten und ja. Hier haben wir dann noch so eine Lampe und das war es dann eigentlich so ziemlich. Wenn euch das Auto vielleicht gefallen hat, dann könnt ihr mir ja Bescheid geben oder ihr schreibt einfach mal, was man hier an dem Fahrzeug noch verbessern könnte und wie man das machen könnte und ob ich mal was ausprobieren soll. Und ja, dann tschüss.